Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Wir sprechen heute über das Wunderwerk Wirbelsäule und wie man das ganze Thema Wirbelsäule nochmal ganz neu betrachten kann und sehr spannend. Darüber spreche ich heute mit meinem Gast, das ist die Gabriele Wander. Dies ist auch die Erfinderin unserer besonderen Stühle, auf denen wir hier immer sitzen. Und da freue ich mich natürlich jetzt sehr, heute mit ihr über dieses spannende Thema Wirbelsäule sprechen zu dürfen. Hallo Gabriele. Vielen Dank für die Einladung, liebe Corinna. Ja, sehr gerne. Ja, bei dem Thema Wirbelsäule, da kennt ja der ein oder andere vielleicht auch durch Ausbildungen, medizinische, orthopädische oder Ausbildungen, die Wirbelsäule so als Modell. Ja, aber ja. Du hast jetzt da nochmal einen ganz besonderen Blick drauf. Ja. Ja, jetzt bin ich natürlich sehr interessiert an deinem Blick auf die Wirbelsäule. Ja, genau. Ich selber beschäftige mich ja schon sehr lange mit dem Thema Rücken und Wirbelsäule. Einfach aus der Erfahrung raus, dass ich selber früher auch Rückenschmerzen hatte. Mhm. Und durch den Michoud-Stuhl bin ich sehr viel in Kontakt gekommen mit Therapeuten, überwiegend mit ganzheitlich orientierten Therapeuten. Und durch diese vielen wertvollen Kontakte hat sich mein inneres Bild von der Wirbelsäule komplett verändert. Okay. Und ich sehe das jetzt, also in den letzten Jahren, also wirklich vollkommen anders, als ich das früher im Biologieunterricht gelernt habe. Und durch diese neue Sichtweise habe ich auch das Gefühl, dass es einem wirklich den Weg zeigt, in welche Richtung man sich bewegen muss, wenn man Rückenschmerzen wieder loswerden will. Ja. Und ich bin... Also ich bin sehr dankbar über die Möglichkeit, dass ich bei euch diese Sichtweise heute vorstellen darf, weil ich das in der Form bisher noch nie so in der Öffentlichkeit präsentieren durfte. Und ich glaube, dass es wertvolle Impulse geben kann. Und ich möchte auch das, was ich jetzt dann zeigen und erklären möchte, einfach ein bisschen zur Diskussion stellen. Mhm. Vielleicht wird auch der ein oder andere Medizinstudent dadurch angeregt, vielleicht da mal eine Doktorarbeit zu schreiben zu diesem Thema. Das ist ja eine tolle Idee, ja klar. Super. Also das, was ich erkläre und zeige, das habe ich von verschiedenen Kollegen gelernt und erfahren. Also das ist nicht alles auf meinem Mist gewachsen, sondern das gibt verschiedene sehr kompetente Fachleute, die auch mit diesen Modellen arbeiten, die ich heute mitgebracht habe. Und trotzdem ist es nochmal so ein eigener Blickwinkel, den ich da drauf richte. Und ja, ich bin gespannt, was unsere Zuschauer dazu sagen werden. Ja, dann starten wir direkt mal mit deinem ersten Modell, was du uns mitgebracht hast. Genau. Vielleicht kannst du auch immer noch ein bisschen vergleichsweise sagen, was allgemein in der Gesellschaft kommuniziert wird und was deine Erkenntnisse sind, dass wir auch so ein bisschen ein Gefühl für den Unterschied entwickeln. Gerne. Das erste Modell, was ich mitgebracht habe, ist dieses klassisch schulmedizinische Modell, was Sie alle bestimmt kennen aus dem Biologieunterricht oder von Ihrem Orthopäden her. Insgesamt setzt sich unsere Wirbelsäule aus 7 verschiedenen Strukturelementen zusammen. Das sind Knochen und Knorpel, Muskeln, Sehnen und Bänder, Blutgefäße und Nerven. Also diese 7 verschiedenen Strukturen sind alle beteiligt, wenn wir unsere Wirbelsäule in Bewegung bringen wollen. Dieses klassisch schulmedizinische Modell zeigt von diesen 7 Strukturelementen gerade nochmal 4. Wir sehen hier nämlich die Knochen und die Knorpel, das sind nämlich die Wirbelkörper und die Bandscheiben. Und wir haben hier angedeutet Blutgefäße, das sind hier oben diese Halsschlagader, die man hier ansatzweise sieht. Und die Nerven, also das Rückenmark, was hier durch die Wirbelsäule durchgeht. Vom Gehirn geht ja das Rückenmark durch die Wirbelsäule durch im Zentralkanal. Mhm. Und von hier aus gehen dann die ganzen Nervenstränge weg. Und die gehen von hier aus dann hinein in die ganzen Körperteile und in unsere inneren Organe. Und durch das ganze Nervensystem ist unser ganzer Körper über die Wirbelsäule mit Informationen versorgt, in beide Richtungen, sowohl vom Gehirn nach außen als auch von außen wieder zurück zum Gehirn. Was bei diesem schulmedizinischen Modell fehlt, ist eigentlich alles, was uns lebendig und beweglich macht, nämlich die Muskeln, Sehnen und Bänder. Okay. Die sieht man hier jetzt einfach mal nicht. Ja.
Ich kann es aber trotzdem nutzen, um ganz in aller Kürze, also ich gehe da jetzt nicht in Details, aber ich erkläre in aller Kürze, wie die Muskulatur aufgebaut ist der Wirbelsäule, weil das ist wichtig für das Verständnis, was wir nachher bei den anderen Modellen brauchen. Ja, gerade auch so Muskelverspannungen sind ja nachher auch die Ursache von diesen Schmerzen. Man spürt ja dann richtig diese Verhärtung. Genau. Ich denke schon, dass es ein zentraler Punkt dann ist. Und Probleme, die oft an der Bandscheibe auftreten, hier sieht man zum Beispiel so einen Bandscheibenvorfall, da ist der Galertkern der Bandscheibe nach hinten rausgerutscht, drückt auf den Nerv und dann hat sich hier so eine Entzündung gebildet. Probleme, die eigentlich bei den Bandscheiben sich äußern, haben ihre Ursache oft ganz woanders, nämlich in der Muskulatur. Deswegen müssen wir die auf jeden Fall hier mit einbeziehen. Und bei der Muskulatur der Wirbelsäule ist es so, dass es hier drei Schichten gibt. Da gibt es eine äußere Schicht der Rückenmuskulatur. Dazu zählt zum Beispiel der lange Rückenstrecker, wir trainieren, wenn wir im Fitnessstudio Rückenübungen machen. Dann gibt es die mittlere Schicht der Rückenmuskulatur. Das sind eher so die schrägen Muskelgruppen, sowohl bei den Schultern als auch im Bereich des unteren Rückens. Die machen dann so eine Bewegung eher, Die machen eher, diese gell? Bewegungen, ja. Genau. Und dann gibt es ganz wichtig noch die innerste Schicht der Rückenmuskulatur. Das sind die Muskeln, die hier ganz innen jeden einzelnen Wirbel mit dem nächsten verbinden. Okay. Und das sind ganz viele kleine, feine Muskelfaserbündel. Und die gehen immer von einem zum nächsten. Also hier hinten zum Beispiel an der Wirbelsäule von einem Dornfortsatz zum nächsten, von dem zum nächsten, von dem zum nächsten, von dem zum nächsten. Und das von ganz oben bis ganz unten bis ganz oben rauf. Und diese hier an der Rückseite, die heißen spinales System, weil die hinten an den... Ist es auch das, was dann so wehtut, wenn man dann Haut so ein bisschen wegzieht, dieser Schmerz, das weil kann, das so dran klebt? Das kann, weil da hatte ich das auch mal, dass mir mal vor vielen Jahren einer so diese Verklebung gelöst hat. Ich dachte, was macht denn der? Ja. Das kann, ich weiß auch nicht, ob das so richtig war. Wenn die verspannt sind, kann das richtig schmerzhaft sein. Okay, genau. Also war das okay. Ich war da so ein bisschen skeptisch. Okay. Aber gut, danach war es wirklich befreiend. Also war wie so... Okay. Ja. Dann gibt es als zweites die Muskeln, die seitlich verlaufen, rechts und links. Die gehen immer auch hier an den Seiten von den Querfortsätzen aus. Auch immer von einem zum nächsten, von einem zum nächsten, von einem zum nächsten. Auch wieder von ganz unten bis ganz oben. Die machen eine Seitneigebewegung. Also wenn wir die Seitneigebewegung machen, wenn die sich auf der einen Seite verkürzen, dann müssen die auf der anderen Seite länger werden und umgekehrt. Weißt du, was ich gerade so schön finde? Du erklärst die Funktion der Wirbelsäule und wir können auf deinem Stuhl alles mitmachen. Ja, das stimmt. Das ist so eine tolle, gell? Ja. Also wenn man es jetzt einfach in der im Ganzen sieht, dann erklärt sich das schon das System von alleine. Ja. Und da komme ich nachher nochmal drauf zurück, weil das sich tatsächlich sehr schön ergänzt. Was jetzt die dritte Muskelgruppe ist, die noch sehr wichtig ist, die sogar extrem wichtig ist, das ist das transversospinale System. Das ist die Drehmuskulatur der Wirbelsäule. Ah, okay. Und die geht immer von dem hinteren Dornfortsatz zum darüberliegenden Querfortsatz. Und das ist doch diese entspannende Übung, wenn ich die Beine so auf dem Rücken liege und rüberschlage und dann den Oberkörper in die Gegenseite drehe, wo man dann so merkt, oh, super. Ja, genau. Ja. Das ist diese Yoga-Übung, die so gut tut. Ja. Und diese Muskulatur geht über bis zu 4 Etagen, immer von hier nach hier, von hier nach hier, von hier nach hier und von hier nach hier. Okay. Und wenn man sich das vorstellt jetzt als ganzes System, dann haben wir hier innen in der Wirbelsäule ein richtig enges Geflecht von Muskelfaserbündeln, die alle aneinander vorbeigleiten und die im Prinzip dafür sorgen, dass wir unsere Wirbelsäule tatsächlich in jede beliebige Richtung drehen und bewegen können. Und zwar auf jeder Etage in jede Richtung, auf jeder Etage in 6 verschiedene Richtungen. Dafür sind die alle zuständig. Und die hier, die Diagonalen, die sind für die Drehbewegung zuständig. Wenn ich jetzt dieses Modell mir anschaue, dann entsteht in meinem Kopf der Eindruck, als wäre die Wirbelsäule in einer Stein-auf-Stein-Bauweise gebaut. Immer ein Stein über dem anderen. Sieht auch so zementiert aus, gell? Und hier sieht man auch schon,
das ganze Gewicht, was dann von oben kommt. Wir haben ja hier oben unser Kopf, allein unser Kopf hat schon ungefähr 11 oder 12 Kilo. Mhm. Also je nachdem, wie viel drin ist. Aber das ist schon mal ein ziemliches Gewicht. Ja. Dann kommen die Arme, dann kommt der ganze Brustkorb. Im Prinzip die Hälfte unseres Körpergewichts lastet hier auf der Lendenwirbelsäule. Mhm. Und wenn man sich das vorstellt, die Hälfte des Körpergewichts, das sind jetzt mal ungefähr 30 Kilo bei mir, lastet hier auf der Wirbelsäule. Also ist es eigentlich kein Wunder, dass die meisten Bandscheibenvorfälle hier unten passieren, oder? Ja. Ist eigentlich logisch, wenn man sich das so vorstellt. Ja. Das ganze halbe Körpergewicht lastet hier auf meiner unteren Lendenwirbelsäule. So, dieses Modell vermittelt uns aber ein Bild von Wirbelsäule, was eigentlich nicht ganz richtig ist. Und um dem jetzt einen Gegenpol zu setzen, habe ich ein anderes Modell von Wirbelsäule mitgebracht, nämlich dieses hier. Ah, okay. Dieses Modell, das ist ein Biotensegrity-Modell von Wirbelsäule. Und dieses Modell zeigt jetzt ganz andere Strukturelemente. Das heißt eigentlich nicht ganz andere, aber es zeigt andere, nämlich ich habe hier auch die Wirbelkörper, das sind diese Kugeln, die hier symbolisch dargestellt Zwischendrin sind. Zwischendrin wären die Bandscheiben. Zwischendrin wären die Bandscheiben, die sind einfach mal weggelassen. Ja, aber dass man weiß, ja, okay. Genau. Und diese Stäbchen hier, die entsprechen den Dornfortsätzen und den Querfortsätzen, also den knöchernen Verlängerungen an der Wirbelsäule. Und die sind halt ein bisschen übertrieben, einfach um das im Modell besser zeigen zu können. Und was man jetzt hier sieht, erstaunlicherweise, wenn ich das so halte, ja, dann die Frage passiert an das dich, Corinna, sind diese Bandscheiben jetzt mit Gewicht belastet? Nee, aktuell nicht. Nicht, gar? Die schweben frei, die Wirbelkörper schweben frei. Was ich in diesem Modell aber habe, anstelle von den Bandscheiben, ich habe hier angedeutet die Muskulatur, also senkrecht, das spinale System und das transversale System. Und dann habe ich blau, also rot, die senkrechten und blau, diese blauen Gummis, das ist das transversospinale Muskulatur, also die Drehmuskulatur unserer Wirbelsäule. Und wenn ich hier eine Aktivität habe in dieser Muskulatur, dann sieht man, passiert hier eine Entlastung der Bandscheiben. Passiert nämlich kein Bandscheibenvorfall. Genau. Ich habe jetzt kein Gewicht auf den Bandscheiben. Deswegen hilft dann auch dieses Rückentraining oft bei Bandscheibenvorfällen? Ja, wenn es gelingt, die richtige Muskulatur zu aktivieren. Das, jetzt wird es nämlich wirklich knifflig. Mhm. Ich gehe jetzt noch mehr in die Tiefe und ins Detail. Ich habe dieses Modell nicht erfunden. Das hat ein Kanadier erfunden, Tom Flemons. Mhm. Der hat dieses und auch noch andere wirklich geniale Modelle entwickelt. Und mich hat das wahnsinnig fasziniert. Ich habe es kennengelernt bei Willi Schneider und bei Danielle Claude Martin in München. Mhm. Die haben, da gibt's auch Bücher dazu. Also das ist wirklich ein ganzen, inzwischen eigentlich in der, bei den Menschen, die mit dem Körper arbeiten, wird's immer bekannter. Mhm. Und weil es uns neue Denkmodelle gibt und neue Erklärungsansätze. Ich habe mit diesem Modell, ich wollte es gerne bestellen beim Tom Flemons und war auf seiner Homepage und dann habe ich gesehen, oh, da sind 5 Monate Lieferzeit. Oh. Also ich war im November auf seiner Homepage. Im März wäre der nächstmögliche Liefertermin gewesen. Dann habe ich mir gedacht, nee, so lange kann ich nicht warten. Ich probiere mal, ob ich das selber hinkriege. Mhm. Und habe mir im Bastelladen so diese Kugeln gekauft und diese Stäbchen dann im Baumarkt. Und dann habe ich die zugeschnitten und da reingeleimt. Und dann habe ich erstmal angefangen mit einer Vorläufervariante. Das war nämlich dieses hier. Okay. Ich habe erstmal angefangen, die senkrechten Gummis zu spannen, weil ich mir dachte, das ist ein bisschen einfacher. Die blauen sind schon ein bisschen komplizierter. Dann habe ich die gespannt und dann habe ich gesehen. Bricht ja in sich zusammen. Ja. Das ist, glaube ich, nicht unsere Wirbelsäule. Noch nicht mal die halbe Miete. Also da ist noch nichts zu sehen von Stabilität und Elastizität. Also die Senkrechten alleine, die können es nicht sein. Ja. Weil bei denen habe ich wirklich nicht das, was ich haben wollte. Aber als ich dann angefangen habe, die blaue Muskulatur einzuspannen, also die transversospinale Muskulatur, diese diagonalen Gummis, dann
ist genau das entstanden, was so faszinierend ist an diesem Modell. Das ist echt spannend, ja, ja. Dass das dann genau. auf einmal so eine Stabilität erzeugt. Genau. Geht mal, also das ist ja wirklich. Und das, wo es jetzt wirklich spannend wird, das ist wirklich die Frage, welche Muskulatur, weil ich meine, dass es gut ist, wenn man Rückenschmerzen hat, die Muskeln zu stärken, das ist inzwischen schon wirklich bekannt. Also das liest man überall in ja. jeder Zeitschrift, die über Rücken irgendwas schreibt, kann man immer lesen. Ihr müsst die Muskeln stärken. Also das ist schon jetzt wirklich durchgedrungen, dass die Muskulatur das ausschlaggebende Kriterium dafür ist, ob man Rückenschmerzen hat oder nicht. Die Bandscheiben sind nicht schuld. Die Muskulatur ist es, wenn irgendwas wehtut. Ja. Die Bandscheibe ist dann nur das sichtbare Ergebnis, was der Orthopäde dann auf dem Röntgengerät sehen kann oder auf dem MRT, kann man dann sehen, dass die Bandscheibe da ein Problem hat. Aber die Ursache sind eigentlich die Muskeln. Aber die Frage ist jetzt, welche Muskeln muss ich denn stärken? Ja, jetzt, wenn du mich so fragst, würde ich sagen die blauen. Genau, ja. Die blaue. Die Drehmuskulatur der Wirbelsäule. Mhm. Und das ist schon mal eine wichtige Erkenntnis. Aber Corinna, wenn ich jetzt zu dir sag, Corinna, wenn du Rückenschmerzen hast, dann kräftige einfach ein bisschen deine transversospinale Muskulatur. Mhm. Und bei der spinalen und bei der transversalen, da nimmst du jetzt ein bisschen Spannung raus. Dann bin ich ja nur in der Drehbewegung. Genau. Aber weißt du da genau, was du tun musst, wenn ich dir das sag? Nein. Genau. Also eigentlich wäre es einfach. Eigentlich das Rezept, um Rückenschmerzen loszuwerden, wäre eigentlich ganz einfach. Wir stärken die transversospinale Muskulatur und wir nehmen bei der roten ein bisschen Spannung raus, weil stell dir mal vor, die rote macht viel Zug. Die rote hat viel Spannung, die zieht zusammen. Ja. Dann kriege ich doch wieder das Gewicht auf die Bandscheiben. Also ich brauche hier eine Entlastung in der roten und bei denen hier brauche ich eine Aktivität. Also müsste ich mich eigentlich irgendwo hinhängen und Drehbewegungen machen? Ja, jein. Es könnte helfen. Ja. Es könnte tatsächlich helfen, ein bisschen Zug zu kriegen. Muss man aber wieder aufpassen, dass es nicht zu viel ist. Ja, man hält ja dann trotzdem auch Nein, fest. Und ja. es geht dann auch wirklich darum, genau in den Bereichen, wenn ich zum Beispiel jetzt hier unten im Bereich der Lendenwirbelsäule die Wirbelkörper habe, die aufeinander sitzen, dann ist es wichtig, genau hier die Bewegung reinzukriegen. Also es ist tatsächlich komplex, es ist nicht so leicht, wie es erstmal klingt. Mhm. Aber wenn ich schon mal weiß, ich muss eigentlich nur bestimmte Muskulatur aktivieren und dann kriege ich eine Entlastung meiner Wirbelsäule, das kann einfach richtig Mut machen, weil ich weiß es aus meiner eigenen Erfahrung, wie das gewesen ist, als ich noch Rückenschmerzen hatte. Und ich hatte das Gefühl, ich irre im Wald im Nebel umher und ich weiß einfach nicht, in welche Richtung ich gehen muss. Mhm. Aber wenn ich weiß, ich muss meine Muskulatur stärken und ich muss genau diese hier stärken und aus der anderen muss ich Spannung rausnehmen. Wenn ich aus der Spannung rausnehme, dann werde ich automatisch größer. Also ich kriege eine Leichtigkeit und das erreiche ich dadurch, dass ich die hier aktiviere und die andere. Also die zwei müssen zusammenarbeiten. Diese beiden Muskelgruppen müssen. Das ist wie jetzt bin ich auf die Lösung Agonist, Antagonist. Ja. Die arbeiten zusammen. Der eine, wenn der eine sich verkürzt, muss der andere gleichzeitig länger werden. Ja. Und diese beiden Muskelgruppen in der Wirbelsäule sind nach meiner Erfahrung und nach meiner Sichtweise tatsächlich auch Agonist und Antagonist. Mhm. Und Rückenschmerzen entstehen möglicherweise dann, und ich sage ganz bewusst möglicherweise, weil das ist jetzt keine wissenschaftliche Erkenntnis, das ist eine Vermutung von mir, so wie ich es in meinem Körper erlebe. Rückenschmerzen entstehen dann, wenn dieses Gleichgewicht zwischen diesen beiden verloren gegangen okay. ist. Dieses elastische Gleichgewicht, was mich zum Schweben bringt. Mhm. Wenn die blauen Muskeln zu wenig aktiv sind und die roten zu viel ziehen, dann kriege ich eine Situation, wo die rote Muskulatur jetzt versucht, Stabilität zu erzeugen, indem sie hier einen Druck aufbaut zwischen den Bandscheiben und den Wirbelkörpern. Und das machen die deswegen, weil die blauen nicht aktiv sind. Also unser Körper sucht immer nach Stabilität. Und wenn ich die
blaue und die rote Muskulatur in einem ausgewogenen Spannungsverhältnis habe, dann sind die Bandscheiben hier entlastet vom Gewicht. Mhm. Wenn die blauen ihre Arbeit nicht tun, dann habe ich genau das hier. Ja. Und dann wäre das dann auch so eine Skoliose oder eine die Fehlstellung von der Wirbelsäule? Ja, Skoliose kann damit auch einhergehen. Ja. Für mich das wirklich wichtige Kriterium ist, wenn die blaue transversospinale Muskulatur nicht aktiv ist, dann versucht die spinale und die transversale, also die seitliche senkrecht verlaufende Muskulatur, sucht nach einem neuen Gleichgewicht in der Stabilität, baut Zug auf gegen die Bandscheiben. Mhm. Und dann werden die Wirbelkörper belastet und die Bandscheiben belastet, weil Stabilität brauchen wir. Ohne Stabilität können wir nicht leben. Im Optimalfall habe ich Stabilität im Gleichgewicht zwischen diesen beiden Muskeln. Wenn die blaue aber nicht aktiv ist, dann versucht die rote eine neue Stabilität zu finden und zieht zusammen, obwohl die Aufgabe der transversalen und der spinalen Muskulatur meiner Erfahrung nach eigentlich wäre, gedehnt zu werden. Mhm. Also die müsste gedehnt werden und die blauen müssten aktiv ziehen. Wenn die blauen aktiv ziehen, wird die rote gedehnt und dann habe ich ein Gleichgewicht. Mhm. Wenn die blaue jetzt nicht aktiv zieht, dann fehlt der roten der Gegenspieler und dann sucht die rote sich einen neuen Gegenspieler, indem sie selber zieht. Aber jetzt gegen die Wirbelkörper und gegen die Bandscheiben. Und das baut dann einen Druck auf in der Wirbelsäule und auf die Dauer werden dabei dann eben die Bandscheiben geschwächt, weil da ständig zu viel Gewicht kommt. Jetzt sind natürlich die Zuschauer und ich ganz gespannt auf die Art der Übung. Mhm. Was muss ich denn da machen? Also es ist eine Handvoll Übungen, es sind jetzt nicht viele. Mhm. Die ich im Laufe der Zeit entwickelt habe. Und zwar sind die Übungen eigentlich für mich selber entstanden. Ich habe überhaupt nie vorgehabt, die nach außen weiterzugeben. Ich habe für mich eine Übung entdeckt, wo man mit so einem elastischen Ball arbeitet. Und die Übung ist wirklich Gold wert für den Rücken, meiner Erfahrung nach. Was hältst du denn davon, wenn wir eine Sendung machen über die Übungen? Das finde ich Das wäre doch perfekt, Idee. Oder? Das finde ich eine schöne Dass man Idee. Wirklich sagt, wie schaffe ich diese Balance wiederherzustellen? Ja. Ja, dann nehmen wir uns doch eine Sendung dafür Zeit. Sehr gut. Liebe Gabriele, vielen Dank für dein Modell der Wirbelsäule. War wieder sehr spannend und hat mich natürlich auch wieder motiviert, mich mehr auf dem Stuhl hin und her zu bewegen und zu drehen, weil das ist scheinbar wirklich die Lösung auch für unsere Wirbelblockaden. Ja. Wenn sich der Zuschauer jetzt schon mal im Vorfeld informieren möchte, hast du da eine Webseite? Ja, natürlich. Es gibt die Homepage michu.de, also www.michu, das schreibt man Martha Ida Siegfried Heinrich Uta.de, also ohne C. Ja. Mit C findet man es nicht, michu. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, einfach zu suchen im Internet nach gesund sitzen. Gesund sitzen oder auch ergonomisch sitzen oder auch mit meinem Namen. Also man kann uns im Internet auf jeden Fall finden, wenn man danach sucht. Ja, super. Okay. Ja, dann danke ich dir sehr und bis bald. Sehr gerne. Ja. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ja, jetzt wird's spannend. In der nächsten Sendung gehen wir auf die Übungen ein, um eben diese Balance in der Wirbelsäule herzustellen und eben dieses neue Modell, das uns heute Gabriele gezeigt hat, umzusetzen und dann infolgedessen auch hoffentlich schmerzfrei zu werden. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!